Neue Nachricht in Deutschland. Es gibt in Deutschland viele Leute, die so ein Aufenthaltsartikel 104c bekommen haben. Und mit dieser Aufenthaltschance habe ich vorher, diese Aufenthaltschance heißt normalerweise Aufenthaltsgewährungen. Wir haben darüber gesprochen. Also, diese Aufenthaltschance ist schon eine gute Aufenthaltschance, aber ich habe gesagt, diese Aufenthaltschance, wenn man schon diese Aufenthaltsgewährungen hat, man muss arbeiten oder man muss eine Ausbildung absolvieren oder man muss eine Schule besuchen, die gut ist. Oder wenn das Regierung schon weiß, die Person besucht Schule auch, ist gut. Wenn Sie schon diese Aufenthaltsgewährungen bekommen haben und diese Aufenthalts ist abgelaufen, Sie haben nichts gearbeitet, Sie haben nichts Schule besucht und Sie haben nichts gemacht, das heißt, kann diese Regierung diese Aufenthalts zurücknehmen und bekommt ihr eine Duldung. Also, jetzt die neue Nachricht ist, wenn man schon diese Aufenthaltsgewährungen hat und man hat gearbeitet oder etwas gemacht hat, dann in der Zukunft, man kann eine Niederlassungserlaubnis bekommen oder eine gute Aufenthalts bekommen, die nichts 104c mit zu tun hat. Also, ich wiederhole, das ist noch nichts gemacht. Man kann das in der Zukunft bekommen. Oder wenn das Video ihr gefallen hat, können Sie mir folgen.